So, dann gehe ich jetzt mal in die Mod-Konsole und dann versuche ich das komplizierte System ganz im Spiel mal irgendwie mit Worten zu verdeutlichen. Ich fange mal am besten anders an, nicht in der Mod-Konsole. Jedes Item, das man hat, kann leveln bis Level 30. Nicht höher und nicht niedriger. Und wenn man nur ein Item, sagen wir mal, man holt jetzt frisch neue Waffe aus der Schmiede, levelt sie bis Level 30, hat man dann am Ende von Level 30 genau 30 Mod-Punkte zum Verteilen. Die Waffe hat immer so viel Mod-Punkte zum Verteilen, wie die Waffe als Level hat. Oder der Frame als Level hat. Also es gilt für jedes Item. Ich rede jetzt im Beispiel von der Waffe. Das gilt aber auch für jeden Warframe, für jeden Arcwing, für jeden Wächter. Aber ich rede jetzt im Beispiel von der Waffe. Wenn also die Waffe Level 16 ist, habe ich 16 Mod-Punkte zum Verteilen. Wenn die Waffe Level 8 ist, hat sie 8 Mod-Punkte zum Verteilen. Und die Mod-Punkte... If I may say, Operator, your chosen Warframe vom Beispiel, suits weil die Waffe you. Weiter ist. Ich zeig's mal am besten an einem anderen Konfiguration. Die Mod-Punkte sieht man hier oben links. Da steht jetzt 60 von 60 und nicht 30. Das erkläre ich später, warum es das Doppelte ist. Die Mod-Punkte sieht man oben links. Da ich habe jetzt extra eine andere Konfiguration gewählt, wo keine Mods drin sind. Das heißt, jetzt hätte ich alle Mod-Punkte zur Verfügung und könnte reinlegen, was ich will. Und hier oben hat man dann die 8 Mod-Slots, wo man Mods reinlegen kann. Und hier unten sieht man die Mods, die man nutzen kann, die man gerade besitzt. Und generell gilt bei Warframe, dass solange man keine Mod reinlegt, kein Item irgendwie stärker wird. Ein Level 30 Sturmgewehr, egal welcher Art, zum Beispiel die Burst and Prime, die ich jetzt gerade habe, die Level 30 Burst and Prime, so ohne Mods, ist jetzt genauso stark wie eine Level 1 Burst and Prime. Eine Waffe oder generell jedes Item wird nur dann besser, stärker, effizienter, schneller, alles mögliche, wenn man eine Mod reinlegt. Solange ich keine Mod reinlege, ist die Waffe genau wie im Grundzustand. Das muss man im Kopf behalten, dass man gerade, wenn man neu anfängt, nicht mehr denkt, oh, die Waffen leveln ja schön, dann werde ich ja stärker und kümmere mich nicht darum, weil solange man nicht Mods reinlegt, passiert erstmal gar nichts. Außer, dass man mehr Mod-Potenzial zur Verfügung hat. Und jetzt habe ich hier 60 Punkte, da komme ich später, warum es das Doppelte ist. Eigentlich 30 jetzt noch in unserem Beispiel, zu Erklärungszwecken. Also stellt euch vor, da steht nicht 60, sondern 30 von 30. Und habt dann hier unten die ganzen Mods und sehe, wie viele Punkte die kosten. Also zum Beispiel hier, Kryokugeln kostet 11 Punkte. Wenn ich jetzt 30 von 30 hätte, könnte ich es reinlegen. Irgendwo. 19 in unserem Beispiel. 19. Oder hier zum Beispiel Sturmbringer kostet 6, würde nur 6 abgezogen werden. Das ist noch relativ simpel, das bedarf eigentlich nicht großartiger Erklärung. Dann gibt es hier aber noch zum Beispiel, was man hier oben links sieht, kann man diese ganzen Slots polarisieren. Und polarisieren kann man in verschiedenen Formen oder Mustern oder wie auch immer man es nennen will. Da sieht man hier jetzt so eine Art V oder Haken oder wie auch immer man es benennen will. Und das war bei der Burst and Prime von Grund aus drin. Es gibt einige Waffen, die haben von Grund aus eine Polarisierung oder polarisierte Slots und einige Waffen, die haben sowas nicht. Es kann vom Vorteil sein, wenn sowas drin ist, es kann aber auch vom Nachteil sein, das komme ich aber auch später. Wenn jetzt hier so ein polarisierter Slot ist und ich finde eine Modkarte mit derselben Polarität, hier Scharfsinn, hat auch oben rechts auf der Modkarte dieses V, ich nenne es jetzt einfach V. Und wenn ich jetzt so eine Modkarte habe, Scharfsinn, 8 Punkte, und lege sie in den polarisierten Slot, kostet sie nur die Hälfte, 4 Punkte. Da kann man dann halt profitieren, wenn durch Zufall genau passende Polarisierung vorher schon vorhanden ist bei einer Waffe, wenn man sie baut, und es passend zu einer Mod ist, die man sowieso reinlegen wollte. Der Nachteil ist, wenn ich jetzt eine Mod mit einer anderen Polarität reinlege, wie zum Beispiel infiziertes Magazin, kostet 8 Punkte, und lege sie jetzt im polarisierten Slot, kostet sie 10. Da kommt immer dann ein gewisser Grundsatz an Strafpunkten dazu. Das heißt also, wenn ich jetzt eine gewisse Grund... Also nehmen wir an, ich würde jetzt keine einzige Mod mit einer V-Polarität reinlegen wollen, sondern ich lege jetzt mal einfach alles Dash-Polaritäten rein. So. Einfach mal als Beispiel, wenn man das versteht, worauf ich hinaus will. S. Achso, okay. So. So, und jetzt... Okay, jetzt habe ich schon 32 Punkte abgezogen. Aber nehmen wir dieses Mod-Setup hätten wir jetzt. Und ich würde jetzt noch eine weitere Mod reinlegen wollen, die kein V ist halt eben. Und ich nehme jetzt zum Beispiel Kryokugeln, lege es rein. Kostet es nicht mehr 11, sondern 14. In dem Fall könnte ich es mir noch leisten. Das liegt jetzt daran, weil ich jetzt die niedrigsten Kack-Mods reingelegt habe, die es im ganzen Spiel gibt. Aber es könnte der Punkt kommen, wo man dann sagt, oh scheiße, diese Polarität versaut mir das, weil es jetzt noch mehr Punkte kostet, als ich eigentlich brauchen könnte. Grundsätzlich ist es so,
dass Polaritäten aber meistens was Gutes ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Bild machen will bei einer Waffe, die nur aus ausschließlich ein oder zwei Polaritäten besteht, ist unglaublich gering. Und wie gesagt, es gibt Waffen, die haben von Haus aus eine oder zwei Polaritäten, es gibt Waffen, die haben keine Polarität. Wenn man eine Waffe auf Level 30 hat, so wie jetzt die Bursten Prime hier bei mir im Beispiel, kann man aber auch jederzeit, wenn man Former hat, hier habe ich jetzt gerade keins, wird eins gebaut in der Schmiede, kann man jederzeit die Waffe auf Level 1 zurücksetzen lassen und einen Mod-Slot polarisieren. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel dieses V, ein V-Slot oben links, in irgendeine andere Polarität ändern oder könnte auch den zweiten, dritten, vierten irgendeinen anderen Slot in auch irgendeine Polarität, die ich brauche, umändern. Dadurch kann man dann natürlich wieder noch mehr Platz schaffen für mehr Mods, weil dass ich jetzt eben gerade alle 8 Slots gefüllt habe, das ist normalerweise so nicht möglich, jedenfalls nicht von Haus aus. Gut, jetzt muss ich überlegen, ob ich erst... gleich das erst. Jetzt sehen wir ja, dieses ist jetzt ja nicht, wie ich anfangs gesagt habe, 30 von 30 Punkten, sondern 60 von 60 Mod-Punkten. Und das liegt daran, dass man bei jedem Item entweder einen Orokin-Reaktor oder einen Orokin-Beschleuniger einbauen kann. Und dieses Item bewirkt, wenn man es einbaut, das baut man einmal permanent ein, hat das immer, bei diesem einen Item, dass die Mod-Punktzahl verdoppelt wird. Also nehmen wir an, die Bursten Prime wäre jetzt Level 12 und ich baue einen Orokin-Beschleuniger ein, dann hätte ich 24 Mod-Punkte zum Verteilen. Und im jetzigen Beispiel, die Waffe ist Level 30, habe ich 60 Mod-Punkte zum Verteilen. Also im Prinzip kann ich doppelt so viele Mods reinlegen und bin damit auch doppelt so tödlich. Bei Waffen, also alles, was irgendwie Schaden anrichtet, muss man einen Orokin-Beschleuniger reinlegen. Das sieht man hier auch zwischen polarisierenden Autoinstallationen, dieses blaue Teil. Bei Waffen muss man immer einen Orokin-Beschleuniger reinlegen. Bei Warframes einen Orokin-Reaktor. Excellent armaments, operator. Please return covered in blood. Da, das ist gelb. Safe and sound. Hat dieselbe Funktion, ist dasselbe Item im Prinzip, nur das eine ist gelb, das andere ist blau. Für Frames und generell irgendwas, was man jetzt irgendwie tragen kann, immer ein Reaktor, für Waffen immer ein Beschleuniger. Wenn man es einbaut, die Teile sind relativ selten. Also man muss entweder einen aus dem Alarm kriegen oder man kauft sich einen für 20 Platinum oder auf andere Wege, aber man kriegt halt nicht einfach so einen Beschleuniger zugeschmissen. Sind relativ selten, aber wenn man das Teil einbaut, doppelte Mod-Kapazität. Sollte man auch bei allen Items, wo man weiß, die will ich behalten und die machen mir Spaß machen, weil sonst sind die halt eben wirklich nur halb so effizient. Und bei einigen Items kann man das volle Potenzial auch erst mit dem Beschleuniger spüren. Bei der Amprex zum Beispiel, was eine etwas fortgeschrittenere Waffe ist. Ohne Beschleuniger hat man das Gefühl, die Waffe ist absoluter Müll. Weil mit 30 Mod-Punkten kann man nicht genug Mods reinbringen, um die auf irgendein potenziellen Schaden zu heben. Aber wenn man 60 Mod-Punkte schon hat, kann man schon merken, dass da was hintersteckt, dass man was machen könnte. Also es ist so, man darf eine Waffe, wenn man noch keinen Beschleuniger drin hat, manchmal auch nicht zu früh verurteilen. Aber jetzt kommen wir zu dem etwas, ja auch nicht so komplizierten, aber ich meine, ich kapiere es halt, für mich ist es nicht so kompliziert, ich glaube, das wird eher für Neulinge kompliziert werden. Man sieht jetzt aber den ganzen Mods hier, unter der Modkarte, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht mit dem Finger aufzeigen, weil ich weiß nicht, was ich meine. Hier zum Beispiel dieses Magazin, sieht man unten am Rand 5 Punkte, von denen 2 blau leuchten und 3 grau sind. Das ist der Mod-Rang, kann man sagen. Und jede Mod kann gelevelt werden. Oder, ja, okay, jede Mod. Nicht direkt jede Mod, aber man könnte sagen, 99% aller Mods können gelevelt werden. Und diese können aber nicht alle 5 Ränge gelevelt werden, sondern es gibt auch Mods, die nur 3 Ränge hochgelevelt werden können und Mods, die 10 Ränge hochgelevelt werden können. Hier, Einkerbung kann 10 Ränge gelevelt werden. Jetzt habe ich hier bei den Primär von keinem Mod, die 3 Ränge gelevelt werden kann, aber ist auch egal. Und mit jedem Rang, der dazu kommt, kostet die Mod einen Punkt mehr, aber wird auch effizienter. Um ein Beispiel mal zu liefern, hier nehme ich jetzt mal Ruptur. Und nehme ich einfach rein, damit ich da auch zuhören kann. Ruptur sorgt für 5% Einschlagschaden mehr, was erstmal beschissen ist, aber egal. Kostet 4 Mod-Punkte. Und wenn ich jetzt hier... Ach, jetzt bin ich auch zu schnell gegangen, jetzt sieht man nichts. Wenn man jetzt einen Mod leveln will, ist man hier auf der Mod-Konsole, die ich auch vorhin gezeigt habe, wo man auch manuell hingehen kann. Klickt einen Mod an, sieht man auch da eine 1 und geht hier oben links auf Fusion. Wenn ich das mache, wandert die Mod nach oben, sieht man da oben Ruptur mit einem Balken, der leer ist und 5 grauen Punkten. Und jede Mod, die man jetzt auswählt, am besten sollte man Fusionskerne wählen, weil die sind spezifisch dafür gedacht, aber man kann auch jede andere Mod dafür verschreddern. Jede Mod, die man jetzt da reinpackt, geht jetzt zum Beispiel nicht einen Fusionskern nehmen, füllt den Balken oben. Jetzt hat man gesehen, ist ein Balken, also ein Punkt ist schon dazugekommen, die Mod ist jetzt einen Level höher, deswegen kostet jetzt auch 5 Punkte statt 4 Punkte. Und oben links sieht man auch,
Prozent zu Einschlagschaden, plus 5% zu plus 10%, aber sie kostet halt einen Punkt mehr. Und jeder andere Mod, man kann so viele Mods reinlegen in die Ruptur-Mod, wie man will, geht auf diesen Level jetzt rauf. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Reichweite, habe ich 8 Mal als Mod für Nahkampf, kann ich alle 8 verschreddern und die gehen alle oben in Ruptur rein. Jetzt ist Ruptur schon Rang 2, gibt 15% mehr Einschlagschaden, aber kostet 6 Punkte jetzt. Wenn ich jetzt noch die ganzen restlichen Fusionen reinlege, kommt Ruptur sogar schon auf Level 4 und gibt 25% Einschlagschaden, aber kostet dafür schon 8 Punkte. Generell gilt, dass man sollte versuchen, jede Mod wirklich zu maximieren. Also es gibt halt keinen Vorteil davon, wenn man Mod nicht maximiert, außer es fehlen einem die Mod-Punkte. Und das ist halt das, wofür man dann sowas wie einen Reaktor oder einen Beschleuniger reinlegt und auch die Slots polarisiert. Damit man die haben weniger Kosten, wenn man halt genug Sachen polarisiert hat, kann man irgendwann alles mit voll hochgelevelten Mods reinpacken. Dann nehme ich das mal wieder raus hier. Ich hoffe, dass das System schon mal einigermaßen klar geworden ist. Also Mods haben alle Ränge und kosten auch immer mehr zum Fusionieren. Und je höher man es fusioniert, desto mehr Punkte kostet das, aber auch desto effizienter werden sie. Man sieht hier zum Beispiel, Einkerbung ist die grundlegendste Primärwaffenmod überhaupt, die muss in jede Primärwaffe rein. Ist noch nicht mal auf Maximum und gibt schon mehr als den doppelten Schaden. Wenn ich nur allein diese Mod reinlege, verdoppelt sich allein schon mein Schaden. Kostet aber für 10 Punkte, was jetzt nicht ultra viel ist im Verhältnis zu geteilte Kammer, aber es trotzdem auch schon auf die Mod-Punkte schlagen kann. Dafür hat man dann sowas wie Polaritäten, dann haut man sowas wie Einkerbung hier in V-Polaritäten. Kommen wir jetzt aber noch zu den ganzen Sondersituationen, weil die gibt es nämlich auch noch. Beim Warframe hat man auch 8 Slots, aber hat oben hier noch einen Extra-Slot. Und dieser Extra-Slot ist für die Aura-Mod. Und Aura-Mods sind besondere Mods, das sind nicht irgendwie irgendwelche No-Name-Dinger, sondern die kriegt man meistens aus Alarmierung oder auch irgendwelche anderen besonderen Bedingungen. Und die haben den besonderen Effekt, dass die ihre Mod-Zahl nicht abziehen, sondern als Potenzial dazufügen. Deswegen sieht man oben links, steht es 16 von 74, normalerweise wäre es von 60. Aber weil ich diese Mod habe, also die Aura-Mod, sieht man hier 40 plus 40, mit so einem Pfeil nach oben, kriege ich 14 Punkte dazu, deswegen habe ich 74 als Potenzial. Das Besondere auch bei Aura-Mods ist, dass die ihren Effekt aufs ganze Team teilen. Also das hier zum Beispiel sorgt dafür, dass das ganze Team, jeder Kamerad, egal wie weit er weg ist oder so auf der Map, also das zählt auch nicht als Buff in der Nähe, sondern das zählt für das ganze Team, hat 27% mehr Schaden mit dem Gewehr. Und auch die Aura-Mods haben auch Polaritäten. Hier sieht man hier oben auch wie so ein V-Logo. Wenn ich hier eine Mod reinlege, die nicht die passende Polarität hat, die habe ich jetzt zum Beispiel nicht gelevelt, nehme ich trotzdem. Energiegeneration würde jetzt 2 Punkte hinzufügen, im hypothetischen Fall. Und wahrscheinlich wird jetzt immer noch 2 Punkte hinzufügen. Ne, 1. Okay, kann man sehen. Weil der Aura-Mod-Slot jetzt nicht polarisiert ist, kriege ich jetzt aber nicht 2 Punkte dazu, sondern nur 1. Also auch da muss man den passenden Punkt am besten reinlegen. Und den passenden Slot, besser gesagt. Ja, und Gewehrverbesserungen stapeln sich auch mit dem Team. Also wenn wir jetzt 4 Teammitglieder haben, die alle Gewehrverbesserungen als Beispiel als Aura-Mod haben, mit maximalem Level, haben wir 4x27%. Also 108%, glaube ich, müssen es sein, ja. 108% mehr Schaden, die stapeln sich halt eben, ne? Die restlichen, die anderen Warframe-Mods funktionieren genau wie bei Waffen-Mods. Und es gibt natürlich so einen Fall mit Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen haben oben auch so einen Extra-Slot. Das ist allerdings für Haltungsmods. Und Haltungsmods geben einem die Möglichkeit, dass man Kombos ausführen kann, je nachdem, welche Waffenart man hat. Also hier zum Beispiel habe ich jetzt den Bo Prime, das ist ein Stab. Und deswegen kann ich auch nur Stabhaltung natürlich nutzen und nicht Schwerthaltung. Und je nachdem, welche Haltung man reinlegt, gilt auch dasselbe wie bei einer Aura-Mod. Die Haltungsmod zieht keine Modpunkte ab, sondern fügt die hinzu. Deswegen habe ich hier oben links gerade 64 Punkte als Maximalkapazität. Und auch da gilt wieder, gibt es auch wieder Polaritäten, was ich jetzt nicht zeigen kann, weil wenn ich die rausnehme, würde es nicht mehr funktionieren von der Polarität her. Auch hier gibt es wieder Polarisierung bei den Haltungsmods. Da sieht man gerade, dass die Polarität nicht passt, weil das Zeichen da rot ist oben. 4 in einer roten Zahl. Und je nachdem, welche Haltung man wählt, kriegt die Nahkampfwaffe auch andere Eigenschaften. Also zum Beispiel, es kann sein, dass sie dann 20% langsamer schlägt, aber 1,5 mal mehr Schaden macht.
Oder dass sie halt eben mehr Stun lockt, aber irgendwas anderes noch dazu kriegt. Und man kann halt eben Kombos machen. Also das sieht man hier, wenn ich jetzt R2 drücke, da hat man verschiedene Kombos, die man ausführen kann. Und die sind auch je nach Haltung unterschiedlich und sehen auch natürlich auch unterschiedlich aus.